Willkommen zurück, Leute, zu Deceive mit dem neuen Agent Octo. Und heute geht's mal rein mit ein bisschen mehr Knowledge. Letztes Mal habe ich ja nur meinen Ersteindruck erstattet. Und diesmal berichte ich euch alles, so wie ich es jedenfalls verstanden habe. Und zwar ist seine erste Waffe, erste Expertise und erste Passive ziemlich easy zum Erklären. Auch wenn es mir ein bisschen Zeit gebraucht hat, um das alles zu verstehen, ist es im Endeffekt doch eigentlich ziemlich simpel. Den Rest der Waffen, Expertisen und Passives werde ich natürlich in Zukunft auch noch durchnehmen. Aber momentan habe ich halt jeweils nur die ersten freigeschalten. Also, wie läuft das? Mit der ersten Waffe, die wir hier eben gerade haben, kann man entweder normal schießen, da hat man 5 Schuss. Und die macht 10 Schaden mit einem Headshot-Multiplayer von 2. Man kann aber auch Scope schießen. Damit schießt man eben Daten, also unsere Intel, die wir gesammelt haben. Besser gesagt, ein Intel pro Schuss. Das macht dann 20 Schaden, aber hat einen Headshot-Multiplayer von 1 nur. So, dann haben wir noch die Expertise, die einfach so abläuft, dass wenn wir sie benutzen, wir die Daten vor uns einsammeln. Kann ich hoffentlich gleich zeigen, wenn es auflädt. Zack, haben wir jetzt geholt. Let's go. Und dann läuft es auch noch so ab, dass wir mit unserer Passive entweder einen Jackpot, entweder einen Medium-Pot oder einen Loose-Pot rollen können sozusagen. Also, ich gehe mal, wisst ihr was, da drüben einfach in die Ecke und führe euch das mal vor. Da haben wir hoffentlich ein bisschen Ruhe vor den Gegnern. Ich kann es euch zeigen, wenn doch wer kommt, dann gibt es Stress. Und zwar, okay, warte mal, dich erschieße ich gleich mal. Zack. Und zwar schieße ich jetzt einfach mal. Zack. Jetzt haben wir Medium bekommen. Jetzt haben wir einen Checkbot bekommen. Das heißt, wir haben nichts verloren. Jackpot, nichts verloren. Loose, was verloren. Loose, was verloren. Medium, was verloren. Loose, was verloren. Ich glaube, man versteht es jetzt auch schon. Ist auf jeden Fall ziemlich spannend, finde ich. Ist richtig interessant gemacht, dass man die Intel jetzt auch als Munition einfach nutzen kann. Vor allem, wenn einem die normale Munition ausgeht, ist das natürlich sehr, sehr geil. Und generell würde ich mal sagen, dass der Agent sehr viel Spaß macht, nur finde ich ihn tatsächlich nicht sonderlich stark. Das ist wahrscheinlich so mein einziges Problem und ich habe jetzt natürlich Angst, dass hier ein paar Agents um mich rum sind. Okay. Eventuell habe ich aber auch ein bisschen zu viel Angst davor. Obwohl man auch nicht zu viel Angst haben kann. Diesem schrecklichen Spiel vor Angst lechze ich umher. Jetzt falten wir nach der Erklärung aber auch mal ganz normal. Erklärung vorbei. Win. Ankommen. Okay. Wie gesagt, finde ich die Waffe aber ehrlich nicht so stark. Kann natürlich auch sein, weil es halt eben nur die erste Waffe ist. Okay, zeige ich mich hier einfach mal ganz chillig rein. Kritisch. Sehr, sehr kritisch. Und dann natürlich auch noch sowas. Das ist natürlich nicht geil. Okay. Das war ein knapper Fight. Das war ein echt viel zu knapper Fight. Das mag ich nicht. Okay. Achso, ich bin ja gar nicht reingegangen. Stimmt. Würde ich sagen, setzen wir uns einfach mal hier zu euch dazu, wenn ich darf. Danke. Danke, Bro. Und warten einfach mal ab. Okay. Wir nehmen das Ganze ein bisschen chilliger. Okay, ist das da drüben? Ich sehe nichts. Schade.
Als ob das auch was helfen würde. So, hä? So, Vollidiot einfach, what the fuck? Ja, wir versuchen auf jeden Fall jetzt aber erstmal einen Win mit unserem neuen Boy zu holen, weil das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft. Werde ich hoffentlich aber baldig. Beim Gewinnen habe ich tatsächlich auch Spaß. Sonst würde ich ja auch nicht sowas wie einen Ironman-Streak machen, ne? Das ist ja irgendwie logisch. So. Um ein bisschen schneller zu looten hier mal. Ja, wisst ihr was? Ich gehe hoch. Ich gehe hoch. Ich glaube, der eine war oben einfach noch nicht drin. Und wenn, dann haben wir halt ein Purple, ist auch okay. Oh mein Gott, das könnte halt knapp werden. Jetzt nicht. Ich schieße dir den Kopf. Es macht zwar keinen Double Damage, aber ich mache es. Ich würde aufpassen. Let's go. Wir haben nicht mal was verloren durch unsere Passive. Also die Passive mag ich. Die Passive mag ich sehr. Sehr, sehr gerne sogar. Was von? Wir gehen über oben raus mal. Ja, ist okay. Wir haben halt nur keine Blue Keycard, was natürlich ein bisschen painful ist, aber ansonsten läuft's. Wir rushen ein bisschen durch. Müssen wir auch, damit wir überhaupt hinterherkommen. Weil wir eben, wie gesagt, keine Keycards haben. Painful, aber okay. Und das dafür, dass wir zwei fucking Rooms gecheckt haben. Und das dafür. Ja, wir wissen, dass keiner von euch beiden einer ist. Deshalb gehe ich hier mal ein bisschen speedrunniger durch. Leider halt auch genau kein Purple Upgrade, was das Ganze mit dem Hacken mal wieder beschleunigen würde. Ja, oh mein Gott, wir verlieren gar nichts gerade. Also, wenn man generell viel Glück hat, würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Weil, holy shit, what the fuck, ich habe noch gar nichts verloren gefühlt in der Runde. Die Jackpots sind gerade auf meiner Seite. Okay. Ja, schade. Ein bisschen Verluste gehören auch dazu, ne? Ein bisschen an Verlusten gehört einfach mal dazu. Ist schon komplett durch. Das ist belastend. Ja, ja. Es kommt halt, wenn man keine Keycards hat. Man braucht halt Keycards in dem Spiel. Weil sonst ist man einfach am Arsch. Das ist leider einfach mal so. Ich habe halt nicht mal eine Blue Keycard, um da überhaupt reinzugehen. Okay. Hier habe ich auf jeden Fall einen Spieler vor mir, bin ich mir ziemlich sicher. Dem gehe ich einfach mal nach. Ich will ein bisschen abwarten. Nein. Ich wusste nicht, welcher Guard er ist, aber ich glaube, er war nicht mehr verkleidet. Aber wo war er? Hat er sich zwischen die Guards gemischt? Oh nein, oh nein, oh nein. Das war ein Fail. Ich habe extra so schön abgewartet. Ich habe so schön abgewartet. Wollte so schön Third Party. Ich wusste, dass der vor mir ein Spieler ist. Wollte schön abwarten. Auf was chillt er denn jetzt? Er ist der Letzte. Hä, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Okay, Leute, ich habe euch wenigstens alles erklären können, was ich euch erklären wollte. Wir hatten einen spannenden Fight und am Ende ist es auch nochmal spannend. Aber painful geworden. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.